Wir freuen uns sehr, dass der Ex-Präsident und unser Genosse Lula heute hier sein kann und nicht mehr im Gefängnis sitzt. Es ist aber nicht so, dass die Gefahr vorüber ist. Wir sind der Meinung, Lula wurde großes Unrecht angetan. Der Prozess war nur aufgesetzt, um ihn als Präsidentschaftskandidaten zu verhindern. Und die Linke in Deutschland und die Europäische Linke fordert, dass dieser Prozess komplett annulliert werden muss. Wir sehen mit Bolsonaro einen gefährlichen rechten Faschisten an der Macht in Brasilien, der die Demokratie einschränkt, der die Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung bekämpft, der die Linke bekämpft, der die Rechte des Volkes einschränkt und den Klimaschutz kaputt macht. Wir werden zusammen solidarisch die Linke in Deutschland, die Europäische Linke und die PD gegen diese autoritären und faschistischen Tendenzen in Brasilien, aber auch in Europa kämpfen. Die Linke in Europa, in Deutschland, in Lateinamerika hat die gemeinsame Aufgabe, stark gegen die Rechte zu kämpfen. Die bedroht uns. Sie leugnet beispielsweise auch den Klimawandel, ist damit außerordentlich gefährlich. Wir kämpfen für soziale Gerechtigkeit. Wir wollen eine grundlegende Umverteilung des Reichtums. Wir wollen es nicht hinnehmen, dass wenige Menschen so viel besitzen wie die große Mehrheit der Bevölkerung. Wir sind solidarisch mit insbesondere auch mit der PT aus Brasilien. Wir sind sehr froh, dass Lula heute bei uns ist. Das ist ein Zeichen, aber wir werden weiterkämpfen, dass er wirklich endgültig freikommt. Eu tô aqui conversando com os companheiros dos partidos de esquerda na Alemanha. Eu quero cumprimentar o companheiro Renz, que é o partido da esquerda europeia. Quero cumprimentar o companheiro Renz, o companheiro Bent, e dizer que eu estou muito gratificado pela luta, pela solidariedade que eles fizeram, não apenas em defesa da minha liberdade, mas também em defesa da vida da Marielle. Ou seja, a Marielle foi assassinada e nós estamos querendo saber quem mandou matar a Marielle e até agora nós não sabemos. Portanto, eu estou muito feliz, estou aqui de coração aberto agradecendo aos dois companheiros pela dedicação, pela solidariedade e pelo companheirismo. Muito obrigado para vocês, trabalhadores de esquerda na Alemanha, pela solidariedade. Vamos fazer a foto agora.